Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Tarot-Nachmittagslegung. Wir gucken mal rein, was ich dir heute noch mitgeben darf zur Tagesenergiebotschaft, ob es noch etwas Zusätzliches gibt und wir nehmen das Licht- und Schattentarot. So, erste Karte von oben, König der Münzen. Wir haben ganz schön viele Münzen diese Woche, also gucken wir mal rein. König der Münzen. Der König ist nach außen gerichtet. Eventuell gibt es hier irgendetwas, das du in der Außenwelt erschaffen möchtest oder kaufen möchtest oder musst, um jetzt deinen Weg weiterzugehen, um deine Position zu sichern oder auch um das, was du hast, instand zu halten. Ja, der König der Münzen, den kann ich mir sehr gut auch mit einem Werkzeugkoffer vorstellen, voller teurem Equipment. Der hat halt alles, was er braucht, um seine Projekte voranzutreiben in dieser Welt. Und es muss natürlich nichts Handwerkliches sein. Es kann natürlich auch etwas anderes sein, das du tatsächlich im materiellen Sinne jetzt benötigst. Und da darfst du genauer hinschauen, ob es sich lohnt zu investieren in etwas, was wirklich sehr gut ist, in das, was dich vorwärts bringt. Oder ob du gerade das vielleicht auch nicht stemmen kannst, ja, ob du das einfach nicht stemmen kannst finanziell, dann gibt es die Möglichkeit, vielleicht auch andersweitig noch Hilfe zu bekommen, die Unterstützung zu suchen oder jemanden zu fragen, der weiß, wie es geht, ja, dass du vielleicht auch jemand anderen fragst, der hier der König der Münzen ist, ob er dir nicht helfen kann, ob er dir die Leiter ausleiht, ob er dir zeigt, wie man die Reifen wechselt, wie auch immer. Hier geht es darum, im Außen etwas zu bewegen und das muss nicht unbedingt Geld sein, aber es ist schon etwas Materielles oder etwas, das dann dafür sorgt, dass materielle Dinge bewegt werden oder das Geld reinkommt. Ja, vielleicht verkaufst du auch etwas und dann kommt das Geld rein. Hier kommt eine ganz, ganz ruhige Energie. Also es ist nichts Aufregendes, nichts Aufwühlendes. Es fühlt sich ganz sanft an und auch nicht so, als wäre man da in Schwierigkeiten. Also als müsste man unbedingt jetzt etwas veräußern, um nicht zu verhungern, sondern es ist mehr so eine sinnvolle Investition, etwas weiterzugeben, etwas zu erhalten, was wirklich von Substanz ist, was längerfristig hält, was vielleicht unkaputtbar ist. Ja, es geht nicht darum, hier billigen Schnickschnack zu haben, der dann alle 5 Monate ersetzt werden muss. Ich habe das Gefühl, für den einen oder anderen könnte es tatsächlich auch eine väterliche Figur sein, ein Mensch, der in dein Leben kommt, um dich zu unterstützen oder dich zu coachen, dich anzuleiten. Irgendjemand, der dir hilft, hier auch die Münzen zusammenzuhalten, im einen oder anderen Sinne, dafür sorgt, dass du nicht unnötig in Schwierigkeiten gerätst, dass du nicht ins Wanken gerätst, sondern mit dem Münzkönig ist alles ganz ruhig, ganz entspannt, ganz nährend, ja, es ist nicht unbedingt das heißeste oder die verspielteste Beziehung, aber wenn du eine Beziehung mit einem König der Münzen hast, ist das auf jeden Fall etwas Langfristiges, etwas, das sich gesetzt hat, jemand, der weiß, wer er ist, was er mag und auf der negativen Seite könnte es natürlich auch langweilig sein, es könnte immer dasselbe sein, Routine, Alltag, aber hier hast du auf jeden Fall jemanden mit Substanz, der nicht so flatterhaft ist und vom einen Bett zum anderen Bett springt, so wie es vielleicht der König der Stäbe tun würde. Hier an dieser Stelle, finde ich, darf man ruhig mal auch eine Lanze brechen, ja, für langweilige Langzeitbeziehungen, die vielleicht nicht immer von so krassen Ups und Downs gekennzeichnet sind, weil sie einem einfach Ruhe geben im Inneren, weil sie stabil sind, weil sie sicher sind und weil man sich nicht ständig fragen muss, ob der andere überhaupt noch mit auf derselben Seite steht. Ja, aber bedenkt bitte, so eine Münze hat auch immer 2 Seiten und sie hat einen Rand. Ja, wie alle Dinge im Leben gibt es immer die eine und die andere Seite und dann gibt es noch viele Varianten dazwischen. Genauso wie es nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern halt auch noch viele Grautöne dazwischen. Also schau genauer hin, wenn du es hier mit einem Münzkönig zu tun hast, ob der eingeschlafen ist und Prinz Valium mimt. Oder ob das jemand ist, der Substanz hat, weiß, was er möchte und da auch längerfristig zu stehen kann. Und dann auch harte Zeiten mal durchmacht, um das Ziel zu erreichen. Wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich wie immer über Likes und Kommentare. Bis morgen!